roll, 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 roll. Zack. Und ach. Willkommen im finsteren Wald. Ich hätte es nicht besser sagen können. Willkommen im finsteren Wald. Ihr Mädchen, ihr Buscher, zwischendrin, drumherum, alles, mir egal. Auf geht's. Wir haben ja beim letzten Mal der Barde dazugeredet. Was hat der Zaubersprüche? Die Pfützen hinterlassen eine zusätzliche Pfütze. Verlängert die Einfrierdauer. Giftschaden wird doppelt so oft verursacht. Verstärkungen werden nach Benutzung erneut angewendet. Okay. Wie man hier sieht, der hat sau viele Dingsbums. Und jetzt ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um euch ein bisschen die Elementkombinationen zu erklären. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass der Gegner, also der da hinterlässt, Wasserschade. Ziel wird durchnässt. Dann ist der Gegner nass. Ich glaube, er bewegt sich dann auch langsamer. Da bin ich mir auch nicht sicher. Wann du dann noch Windschade drauf machst, oder der Gegner Windschade macht, also Wind irgendwas rumblost, dann friert das Ziel in, weil nass plus Wind ist gleich kalt, ist gleich friert in. Und wenn der Gegner ingefroren ist, dann bewegt er sich nicht. Das sind so grundsätzlich die Kombinationen erklärt. Ich gehe mal davon aus, stark aus, also dann sowas hier wie Pfütze hinterlasse, wenn du Wasser auf dem Boden ist, wenn ein Wasserzauber Pfütze hinterlässt auf dem Boden und der Gegner läuft durch, wird er nass, dann gilt wieder das Windding. Ich gehe mal davon aus, wenn er nass ist und du machst Eis, vielleicht bleibt er länger ingefroren. So ganz bin ich da auch erst nach 100 Stunden durchgestiegen. Aber ja, so. Jetzt gucken wir uns aber erst mal deine da an. 1 bis 15 Schade ist jetzt nicht so mega, ne? Hat der vorhin aber auch nicht gehabt. Aber Dodo erhöht die Gesundheitsherstellung der Gruppe und heilt alle 5 Sekunden 10 LP. Das ist schon ziemlich geil, ne? So, jetzt lege ich mal los. Nun gucken wir mal rechts. Jetzt müssen wir unser Weg da ohne planen. Ohne rechts sind wir gerade, ne? Wie gesagt, wir haben nur A-Cats. Wir dürfen nur einmal Weg zurückgehen, denn wir schon mal gegangen sind. Wenn wir das nochmal machen, sterben wir. Fallen wir in die Dunkelheit. Also wacht. Ja, mein Plan ist, wir gehen da jetzt nur rechts, dann nochmal nur rechts, dann nur oben, dann nur links und dann nehmen wir die zwei mit. Dann haben wir halt einen Kampf, wo wir halt verpasst haben. Mein Gott, gibt's Schlimmeres. Verkäufer für Nicht-Elementarzauber. Ja, es ist ja schon mal praktisch hier. Ich bin mal gleich mal gucken, oh, ist nichts so. Ja. Nicht-Elementarzauber. Dann würde ich mal sagen. Judo kriege ich Nicht-Elementar. Also der Bade, der braucht auf alle Fälle Elementarzauber. Dann würde ich nämlich mal sagen. Also, wie gesagt, zum Inkaufen ist es eh kack egal. Danke, bitte. So, Akumodo. Theoretisch müsste man jetzt schon, ja, weil man die Karte schon kenne, alle Gegner in der Nähe des Ziels verlieren 20 Ausdauer. Denn dann nehmen wir mal sogar gleich mit dem Zamme. Also mit dem Fuzido, weil der tut halt nur Ausdauer runterhauen und dann kann man das gleich machen. So, sehr schön. Und ich glaube, 20 HP kriege ich auch noch dazu, oder? Irgendwie sowas. Was weiß ich. Was weiß ich. Okay, auf geht's. Wir gehen weiter. Eine Mission nach oben. Geht in nicht anders statt. Dann gucken wir uns jetzt aber erst mal um. Rechts sind verschlossene Truhen. Dura. Normal verschlossen. Wir haben natürlich keinen Schlüssel. Links ist gleich Ausdauerlare. Wer eine rechts geht, hat gar keinen Sinn. Doch, hat's. Ich weiß halt nicht, wenn man an besuchte Dinger zurückkommt. Man, aber eigentlich ist es so scheißegal, ob ich jetzt so rumlaufe und dann immer gegen die Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn. Ich laufe so rum. Das bringt halt gar nichts, weil mir natürlich noch keine Ausdauer verloren. Jo. Oh, jetzt habe ich natürlich nichts gelesen. Ja. Schade, dass die Prinzessinnen scheinbar nicht schlafen müssen, ne? Aber naja, so ist es halt. Prinzessinnen müssen nicht schlafen. So, wo waren wir dann? Verkäufer für Wasserzauber. Das ist jetzt halt schlecht. Wir haben nämlich kein Geld mehr, ne? Ein Grad Wasserzauber hätte ich gebrauchen können. Ich verkaufe euch Wasserzauber für 200 Gold. Wassermagie ist mächtig. Wir schicken die Untoten in ein feuchtes Grab. Er hat nicht genug Geld. Das stimmt wohl. Jetzt pass auf. Ich gehe jetzt den Kampf dahin doch mitnehmen. Und dann gehe ich nochmal zurück zum Wasser. Putzi. So. Leben wir gleich los. Mit dir, du. Zack.
Beding. So. Ne, was auch was. Machen wir der Helde. Dann machen wir den da. Und dann, also nicht der Helde, denn eine starke Mensch natürlich. So, was haben wir dann da Feines? So. Erstmal. Hallo? Den wollte ich doch wegbremsen. Was soll denn das? So. Oh, ich sehe gerade. Der da oben. Wer ist denn Sina das? Der da, wo der auf mich zugerannt kommt, der hat, eine Bombegärtel an. Deswegen rennt er auf mich zu. Das heißt, dann müssen wir möglichst schnell wegkriegen. Und dann würde ich nämlich sagen, schmeiß mal eine heiße Kartoffel. Zack, hat nicht viel gebrummt, ne? Ah, scheiße. Naja. Ich glaube einfach, dass der da weiter nur hingeht. So, irgendwie. So. So. Jetzt hat er mir die Ausdauerklaue. So, der Zweier muss da nur, wie man sieht, ganz oben in die Reihe. Da kommt gleich Zweier gerannt. Den da machen wir da runter, weil der ist nämlich ein bisschen schneller im Aufladen. Dann bremsen wir den gleich weg. Zack, da, Arschgeleck, kein Gang. So, jetzt Dido greift an. Aber oh, brauchen wir wieder einen Enser. Ungefähr so. Der da kann eh nichts. Das ist jetzt einfach nur Gewäst, um dem die Ausdauer runter zu ballern. So. Der muss runter, der muss hoch, der greift an. So ungefähr stelle ich mir das vor. Guck mal, hier nehmen wir wieder. Ah, wir haben keine heiße Kartoffel, gell? Heiße Kartoffel, heiße Kartoffel. Wasserschaden 50 bis 65. Komm, ich nehme nur mal. Mal gucken, was er kann. Das ist jetzt nicht so viel Gewäst. Naja. Scheiße. Der war leicht gesehen, das war ja falsch. So. Egal. Auch hier wieder, wir machen das einfach nur zum Ausdauer runter, glaube ich, gerade. So, komm, machen wir so. So. Schon wieder gelaufen oder was? Also ich glaube, es hackt. Okay, ich merke schon, der Anna war eigentlich deutlich besser irgendwie. Der Anna war eigentlich deutlich besser, weil der nämlich eine schnellere Regeneration gehabt hat. Das ist die Kackpicker da. So. Ah, du bleibst jetzt mal da hinne. So, wir haben da noch einen Haufen Zeugs, was man nicht mehr kennt. So, ich tue das jetzt einfach abwenden, so dass die Zauber da wegkommen. Wasserschade. Wasserschade. Machen wir da hin auf denne. Ah, ich glaube, ich lasse oben. Dann bleiben sie mal weg. Dann kannst du denne da erledigen. Hat nicht gelangt. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt lasse ich die einfach zurückkommen. Zack, Backstabbing. Oh yeah. Da, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Schlag safe. Okay, komm. Dann machen wir so. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Bremsen wir weg. So, jetzt hat er aber. Ah, war der erste Kampf. Hat das Geld gelangt. Ob, komm. Oh, scheiße, Mann. 8 Gold fehlt mir. Hat sich jetzt irgendwie nicht rendiert. So, mir verliere jetzt eine Kerze, ne? Wenn du hier entlang gehst, kostet dich das eine Kerze. Ja, ich weiß. Das Problem ist halt, das hat jetzt überhaupt nichts gebrungen. Ich habe jetzt halt wirklich gehofft,
dass wir genug Geld zusammenkriegen, um da Zauber zu kaufen. War wohl nicht so, ne? Ruhe verschlossen. Oh, der Run, der läuft schon mal nicht gut, ne? Wie man sieht. So. Verschlossen die Truhe brauchen wir erst gar nicht probieren. Wir haben keinen Schlüssel. So, es kommt hier wieder Kämpfchen. Guck mal, da oben fangen wir gleich mal bei dem da an. Und damit es ordentlich schwemmst. So. Machen wir einfach so. Dann machen wir Wasser drauf, wenn wir es kennen. So. Ja, Dido mache ich gern gleich weg. Einfach weil die Nervel wie Sau. So. Nein. Oh, komm, wir greifen mal mit der einfach weil wir es kennen. Ne? Damit er da nicht auf dumme Ideen kommt, der Kollege. Denn da brauchen wir da unten den Enser. Machen wir gleich mit dem Enser weiter hier. Zack. Einfach jetzt wieder um die Ausdauer runter zu kriegen komplett. Und der da unten, der ist. Oh, der hat sich ein Schutzschild gebaut, hat er das gesehen? Also sowas. Okay. Haben wir auch nicht gesehen. So, Schutzschild weg, du Aff. Kann ich mal gleich vergessen, Kollege. So, ein bisschen Backstabbing. Und dann kann man auch hier. Mal her. So, zack. Was passiert jetzt, wenn ich deine lösche? Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber irgendwas ist passiert. So. So. Wir machen ein bisschen so. Dass der da was zu tun hat, ist jetzt nicht viel, was er macht, aber wenn ich stehe davor, ne? Nicht viel, aber wenn ich. Ach, der Una hat wieder das Schild, ne? Die Sau. So. Hier gebe ich Schild. Da hast du Schild. Zack. Jetzt dumm. Naja. Komm mal her. Pass auf. So. Guck schon nämlich dumm. War natürlich geplant, ihr Leid. Natürlich war das geplant, ne? So. Dreier brauchen wir. Do, alles klar. Zweier. Dass der auch was zu tun kriegt, ne? Zack, hat immer noch nicht gelangt. Scheißen Dreck, ey. Na ja, kriegst du wieder was zu tun? Einfach. Gebenzt. So. Na ja. Oh, Wasserzauber. Er glaubt an meine Seele, das geht ja gar nicht, ne? So, neuen Gegner bezwungen. Den hatte ich doch schon, oder? So, zack, nächster hinterher. Mag noch wer? Wie bitte? Das war's schon? Die Untoten schon tot? Ja, die Untoten schon tot, scheinbar. ja, weiter geht's. Oh, gleich noch ein Kampf. Ja, super, jetzt kriegen wir die Kohle, welche? Aber wir kennen halt. Okay, wir haben eine Kerze gekriegt, aber. Was erwacht? Was erwacht? Wir machen. Alle Gegner in der Nähe des Ziels. Verlieren 20 Ausdauer. Kann ich das auf mich arbeiten? Nicht wirklich. Also, ich habe mir jetzt nicht selber die Ausdauer geklaut, oder? Das wäre natürlich dumm. Das wäre wohl richtig dumm. Ne, ich habe mir nicht selber die Ausdauer geklaut, Blickert. Sorry, das war halt nicht meine beste Idee halt. Komm mal her. Sag, dass die Blumdo gleich weg ist, die nervt mich eh. So. So. Was fehlt ihm da noch? Ey, Ausdauer. Okay. Heiße Kartoffel, hauen wir da hinten hin. Da treffen wir nämlich gleich mal Opa. So.
So. Wenn man Dolz übrigens Schee Deutsch wechselt, ne? Dann brennt man auch Schee. Also ich. Ist praktisch, wenn ich brenne, wenn mein HP schneller regeneriert natürlich, wie ich brenne, das wäre natürlich eine Stadt doof, dann kann ich andere Gegner mit anstecken. Sehr praktisch eigentlich. So, ich will aber nicht brennen. Komm, wir machen das dann nicht auf, dann nicht ohne. Zack. So, brauche ich dann nicht auf, dann müssen wir wegkriegen. So. Ich würde hingehen und würde sagen, wir machen das so. Also dann nicht nur zwei Mo angreifen zur Not. Einfach weil wir es kennen, ne? So. So. Wenn du gleich ins Trupp gedrückt, aber ohne braucht man dann eine Zweier. Der zaubert schon wieder der Ende da. Ja, du Zauber-Hannes. Ich muss gleich am Zauber gehindert, du. So. Und dazu gibt's noch hier ein bisschen Wasser. Zack. So. Könnte man das jetzt halt so stehen lassen? Ja, komm, lass mal so stehen. Kann man irgendwie Zauber oder sowas? Nee, okay. Ich bremse mal weg. Aber da haben wir. Damit der gleich komplett weg ist. So. So. Ja. Da oben, den könnte man lassen. So, jetzt brauchen wir da den Dreier. Zwei hier unten lassen wir einfach. Zack, zack. Hauptsache was zu tun, welche. Gucken wir mal. Was haben wir da noch so an Zauberle? Ne? Heiße Kartoffel und Wasser. Machen wir Wasser. Zuerst. Und dann die heiße Kartoffel. Gucken wir, ob das irgendwie was macht. Nö, ne? So. Wir sind jetzt alle durchnässt. Das macht's sehr super. Das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. So, wieso wird's denn hier eigentlich gerade so dunkel, ne? Das war eigentlich auch so dunkel. Scheiße, ich wollte doch da nur. Naja. Naja, dann machen wir das halt so, ne? Also, so. So. Machen wir wieder ein bisschen Wasser. Benedo, ich bin nämlich tot. So. Jetzt krieg ich wieder was drauf gebrannt, so. Weil ich es kann, sorry. So, jetzt pass auf. Rechter Trigger. Wähle einen beliebigen Zauber, um ihn sofort zu wirken. Ah, hahaha. Okay, pass auf, dann wirke ich deine Zauber da sofort. Zack. Das macht also das, wann die Dinger da aufgefüllt sind, ne? So, jetzt wissen wir das auch. Was die Orbs da machen, wenn die aufgefüllt sind. So, ohne geht's weiter mit zweimal verschlossener Kiste. Beziehungsweise da ist Annie nicht verschlossen, oder sehe ich das richtig? Ja. Irgendjemand hat all diese Truhen an den Straßen platziert, sag mal her. Na sicher, die Silber ist nicht verschlossen. Die nehmen wir uns natürlich mit. Nee. Hat überlegt. So, die da unten können wir gucken, die ist zu, brauchen wir Schlüssel. Okay, da unten ist leer, da unten ist leer. Wie planen wir unser Vorgehen? Wir haben zwei Kerzen, das heißt, wir könnten da unten hingehen. Wir haben... Da oben haben wir eventuell ein Kampf und zwei Ausrufezeichen und unten haben wir eventuell zwei Kämpfe und zwei Ausrufezeichen. Machen wir. Also in. Komm, wir gehen geradeaus. Das war saudumm. Oh, war das dumm. Ach so, ne. War doch nicht dumm. So, wir gucken mal. Kartograf und Händler gewöhnlich.
dass man aufwacht. So rum? Dann tun wir genau. Wir gehen auf alle Fälle mal zum Kartograf, ne? So. Hallo, ist auf euren Karten der kürzeste Weg zur Akademie angezeichnet? Wahrscheinlich nicht, ne? 25 Gold kostet so Kart. Ja, komisch, kauf ich einfach mit dem. Ich glaube, das ist einfach nur, dass es sich Karte spiele. Legt alle Spieler auf der Zonenkarte. Ach so. Ah, okay, okay. So, die habe ich die jetzt im Inventar drin bei mir? Ja, habe ich, leider. Also sowas kostet halt auch noch. Ne, wir haben da nur 3, 6, 9, 12. 12 Plätze für irgendwelche passive Gedönse-Items. So, also meine Idee, wir kennen die jetzt natürlich einfach nur zum Boss gehen, das ist klar, ne? Wir können aber da unten rumgehen. Dann links, links. Wir können eigentlich alles holen. Das machen wir. Das machen wir. Kämpfe machen wir zuallererst. So. Mit Bade da oben. Das ist wichtig, ja? So. Ne, komm, dann machen wir erstmal so. Ja. So war erstmal wichtiger. Dass man dem da eins runterkloppen halt. Der Bade ist schon gut, ne? Weil er ja halt HP regeneriert, aber er braucht halt länger zum Aufladen. Das ist halt ein bisschen dumm. Der andere hat dann so schön schnell aufgeladen. Das war schon recht praktisch. So, jetzt einmal her. So. Dann haben wir gleich mal weggebremst. So, dann gucken wir nochmal. Ziel wird durchnässt. Das tut ihm einfach nur Block wegmachen. Das braucht man alles gerade nicht. Ja, wir lassen es mal einfach so, wie es ist, ne? So. So, jetzt gucken wir mal, wo geht's denn weiter. Da oben brauchen wir auf alle Fälle die Zweier. Und ich würde gehen, diesen Zauber hier wirken. Da hin. Ach, scheiße. Falsche verwischt. Wenn ich denn vorne verwischt hätte, hätte ich meine jetzt gespart, ne? Naja. So. Wo muss das denn? Die schlauer machen können, ne? Versuch, wir machen das so. Heiße Kartoffel! Zack! Und jetzt hauen wir mit dem da drauf, aber mal so richtig. Da oben brauchen wir Zweier. Oh, ich brenne schon wieder. So. Moment. Bremsen wir jetzt mal ordentlich hin mit der da. Zack! Damit wir da mal vorwärts kommen, ne? Um. Hauen wir einfach mal so drauf und wir machen dann da oben. Ist schon gelangt? Nein, noch nicht, ne? So. Welcher brauchen wir in der Mitte? Und dann können wir dann Mädchen hinstellen. Weit besser wäre es natürlich, wenn wir jetzt halt da oben hingehen. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt halt weitermachen. So. So machen wir weiter. So. Guck mal her. Backstepping ist immer gut, oder? Oh, guck mal da. So. Backstepping trifft jetzt deine Ende durch. Hab ich denn nicht? Nein, wir machen mal gescheit, ne? So, wir müssen jetzt gucken, dass wir mal... Obwohl, der fällt gerade noch hin. So müssen wir hin mit dem. Habe ich irgendeinen Zauber? Alle Gegner in der Nähe? Ja, komm. Zack.
So. Einfach mit der weg ist. So, du oder ohne A. Auch mal dich, du. Nee, der ohne ist schon, das ist schon in Ordnung. So. Komm, ein bisschen noch hinterschiebe, deine Ende. Wenn du müssen wir wegkriegen. Benne müssen wir wegkriegen. So. Okay, so sieht's gut aus, oder? Ich brauche oben zwei, da habe ich jetzt zwei ja stehen, da unten brauche ich einer. So. Und da tue ich jetzt mich dann Zauber, dass der da wegkommt, ne? Geht dir nicht an. Zack. Und dann noch kommt. Ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Sowas da. Moment. Der muss nuff. Was, der lebt noch? Der Fächer, der lebt noch. So. Lebt der einfach noch. Ich glaube, es hackt oder was? Zack, jetzt hat er aber. Das sollte es gewesen sein. Aktiviere die Seelenkugel. Ah, schon wieder vergessen. Na, ist jetzt da nicht weiter schlimm, ne? Wir sind alle tot. Können wir jetzt weitergehen? Jo. So. Obama. Ohne. So. Jetzt pass auf. Wir haben zwei Kerzen. Drei Kerzen sogar. Ah ja, geil. Da gehen wir dann nur noch zu der Spruchspielerin. Noch so Wasserspruch. Okay. In der Lost der Bütze? Wasserschaden. Nee, wird nur durch Nest hin, der Lost aber glaube ich keine Pfütze. Das heißt, ich probiere es mal mit der. So. Wasserspruch und ein Blechspruch? Keine Ahnung. So. Bleibt weiter bei meinem Mädchen, oder? Ja. Okay. Wasserschade. Ja, nehmen wir mal mit, ne? Ist jetzt. So, der nächste bei ihr muss mal obachtbar sein. Verstärkung eines Helden verstärkt eine gesamte Truppe. So, schön. Jetzt. Wenn wir in Luft gehen, das kostet uns jetzt eine Kerz. Ja. Prima nochmal gesagt, ne? Wir gehen jetzt durch die Dunkelheit. Kostet uns jetzt halt eine Kerz. Macht nix. Händler gewöhnlich. Ja, geil. Wir haben jetzt aber auch nicht mehr so viel Geld, ne? Mal obachtbar sein hier. Wir gucken mal, was hat er dann? Flasche des Weißen. 20% schnellere Zauberzurücksetzung. Zauberzurücksetzung, nicht Nahkampfangriff. Überleg. Brauchen wir das? Ich weiß nicht, ob man das brauche, weißt du? Nee, ich lasse es einfach nur aus, ne? Ich lasse es einfach aus. Braucht man nicht. Ja, wenn wir hätten es uns holen können. Ich habe aber mit uns nur der was gehabt. Ich will jetzt nicht unnötig Geld ausgeben. So. Gehen wir doch hin. Ah, okay. So können wir jetzt nochmal hin. Wir haben halt immer noch keinen Schlüssel. Ja, Schatz, wir sollten mal den Inhalt lieber mitnehmen. Können wir leider nicht, weil wir haben noch keinen Schlüssel. Jetzt kostet es uns natürlich wieder Kerzel. Macht aber nichts, wir haben noch. So. Händler gewöhnlich. Jetzt gucken wir mal, was der da im Angebot. Oh, guck mal, der hat zwei Dinge im Angebot. Seid gegrüßt. 50 Gold für so Peifsche. Und 80 Gold für eine Hand. Wo man beides nicht wissen, was er macht. Die Hand sieht aus, als. Ist das jetzt, wenn er jetzt, ob das Angriff ist? Oder, Verteidigung. Beides kann der du gebrauchen. Sollen wir mal gucken, was es gibt. Handschuh des Titanen. Zwei Ausdauer. Ja, geil. Und 50 Gesundheit. Ja, okay. Nehmen wir mal mit, ne? So, gucken wir. Und das dann nehmen wir mal mit dem Mage mit. Hat nämlich auch noch nichts. Pfeife des Magiers. Verzauberte Pfeife stellt alle 5 Sekunden 2 Lebenspunkte wieder her. Und um 10% schnellere Zauberzurücksetzung. Ja, geil. Bin ich gut. Sicher hat sich ja voll rentiert, dass wir jetzt noch
Geld gespart hat dann quasi. So. Dann würde ich sagen, ihr Leid. Ne, den Boss machen wir jetzt halt nimmi. Der dauert nämlich jetzt wieder 15 Minuten oder 20 so. Die machen wir aber in der nächsten Folge, den Boss. Schwöre. Großes Ehrenwort. In der nächsten Folge machen wir den Boss. Und ja, dann sehen wir, wie der läuft. Dann bämsen wir weg, oder? Dann bämsen wir weg. Alla gut, ihr Leid. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt ein bisschen mehr erzählt wie letztens, aber. Ne? Wie gesagt, es ist kompliziert am Anfang, aber wenn du mal im Flow bist, wenn du das ein paar Mal gemacht hast und du weißt halt, dann ist es halt wirklich nur noch. So, das ist ein Zweier-Kombo, Dreier-Kombo, jetzt haben wir mit dem drauf. Ey, das ist. Das flippt dann so schön. Ihr seht ja, das Wechsel. Das Wechsel zwischen den drei Ebenen. Dass du jetzt halt nicht den unterste mit dem obersten tauschen kannst, ist halt ein bisschen blöd, ne? Aber du kriegst so schnell raus, wie du die wechseln kannst mit der Taste, das ist. Es läuft einfach. Das Einzige, was mich noch stört, ist, dass du. Welche, dass das doch so groß ist. Das nervt mich ein bisschen. Aber das haben wir ja ein bisschen in den Griff geriet, indem wir gesagt haben, wir machen die Schrift wieder ein bisschen kleiner. Ist halt ein bisschen dumm, wenn er das am Handy guckt, aber. Hat er Pech gehabt? Wer guckt denn schon am Handy? YouTube guckt natürlich im großen Fernsehen, wie sich das gehört. Ob ihr leid, ich laber und schwafel schon wieder, ne? Ich sage dann mal Tschüss. Bis morgen. Dann. Und dann machen wir den Endgegner platt. Tschüss.